Moin, ihr artigen Spieler, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin der Ben und wenn ihr mir helfen wollt, dann lasst mir doch ein Abo da und klickt auf die Glocke. Dieses Mal werde ich mir die Einblendung der Karte sparen, denn wir starten direkt auf der Karte und können so auch sehen, wo wir sind. Was wir hier sehen, ist Restov. Da haben wir uns die ganze Zeit aufgehalten. Wir sind dort mittlerweile fertig, haben die Quest, der erste Schritt auf dem Weg zum Ruhm, abgeschlossen und sind nun auf dem Weg in die Raublande. Ganz oben steht schon Versagen in 89 Tagen und 23 Stunden, ist ein kleiner Timer. Wir befinden uns noch im Prolog und auch im Tutorial, das heißt, ganz so krass ist es nicht. Auf höheren Schwierigkeitsgraden dann schon von Bedeutung, denn Zeit vergeht, wenn man rastet oder reist. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist es so, natürlich ist die Gruppe dann schneller mal mitgenommen und muss rasten. Da muss man aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Und man hat auch eben die Option, dass man möchte, dass die Gruppe vom Gewicht beim Reisen beeinträchtigt wird. Dann wird man eben auch langsamer, wenn man schwer beladen ist. Und auch dann kann die Zeit doch knapp werden. Für uns sollte das jetzt kein Problem sein. Ich denke nicht, dass wir versagen werden. Was ich noch nicht weiß, ist, ob wir dieses Schwert bekommen, von dem ich im letzten erzählt habe. Boah, ich weiß gar nicht, in wie vielen. Ich glaube, man muss in 60 Tagen. Man muss auf jeden Fall deutlich früher wieder zurück nach Restov kommen und den Hirschkönig besiegt haben, als bei diesen 89 Tagen. Ja, wir brechen also zu unserem ersten großen Abenteuer auf. Yamandi Aldori, eine Schwertfürstin in Restov, will herausfinden, wer ein würdiger Herrscher für die Raublande wäre. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich des Titels als würdig zu erweisen, das Land vom Joch einer Horde von Banditen unter dem Befehl des blutrünstigen Beutelschneiders zu befreien, der gemeinhin als Hirschkönig bekannt ist. Zittert ihr Halunken, wir kommen! Erste Aufgabe, zum Handelsposten gehen. Im Handelsposten eines gewissen Oleg Levetov finden wir Zuflucht und erhalten neue Informationen über den Banditen. Also nichts wie hin. Nochmal der Hinweis, behalte die Zeit im Auge. Yamandi Aldori sagte, dass wir höchstens 3 Monate Zeit haben, um die Raublande zu erobern. Das klingt, als wäre es reichlich Zeit, aber wir sollten dennoch im Auge behalten, wie viel Zeit vergeht. Außerdem haben wir eine zweite Aufgabe, ein gefährlicher Rivale. Der Gnomenbeschwörer Tatushio, der Rival unserer Anführung, treibt sich irgendwo in den Raublanden herum. Er ist schlau, gefährlich und bereitet gewiss eine hässliche Überraschung für uns vor. So oder so, wir müssen ihn besiegen. In den Raublanden mit Tatushio treffen. Unsere waghalsige Aidin Garuda und der hinterlistige Beschwörer Tatushio haben von Yamandi Aldori einen Auftrag erhalten und die Chance auf ihre eigene Baronie. Aber nur einer der beiden wird obsiegen. Wir müssen Tatushio in den Raublanden aufspüren und in Erfahrung bringen, was unser Rivale treibt. Jo, den werden wir früh genug treffen. Zeigen wollte ich euch noch eben auf der Karte. Hier an der Seite kann man so ein Menü aufmachen, da sieht man die ganze Karte auf einen Blick. Die Raublande sind hier in der Mitte, ungefähr ja, hier etwas hinter dem See, bis hier zum Flusswald. Das sind die Raublande, um die es geht. Unsere Baronie bzw. unser Königreich, über das wir herrschen können später. Und der Rest sind andere Länder, die werden wir dann im Laufe des Spiels noch kennenlernen. Die werden uns begegnen. Wir reisen jetzt hier Richtung Westen, nördlich des Flusses entlang, auf der South Roastland Road bis zu Olegs Handelsposten. Wenn mich nicht alles täuscht, dann befindet er sich hier an dieser Wegbiegung, oberhalb der Outskirts. Unsere Aidin ist schon ein bisschen mitgenommen, die hat ein bisschen Schaden gekriegt in den letzten Kämpfen. Ist nicht weiter schlimm. Außerdem sehen wir gerade, unsere Gruppe ist überlastet. Normalerweise würde uns das beim Reisen behindern, aber da es jetzt Teil der Quest ist, dass wir auf die Karte geschmissen wurden, können wir jetzt ein Stück mit Gepäck reisen. Das wird sich aber ändern, sobald wir irgendwie eine Zufallsbegegnung haben oder anders wie auf die Map zurückkommen. Dann können wir nicht los, ohne das Inventar leer zu räumen. Deswegen gucke ich jetzt schon mal,
was wir so alles haben und ob da was Sinn macht. Ich will es mal eben ein bisschen sortieren. Okay, hier oben über das Sortiermenü, da kann man verschiedene Möglichkeiten wählen. Der nehmen wir eine Fackel wieder weg. Rüstung haben wir noch nicht, die sie tragen kann. Aber wir können jetzt mal Tatushios Ring anziehen. Das hat uns ja vorher geholfen, den nicht sofort anzuziehen. Jetzt kann sie aber von dem Rüstungsbonus profitieren. Hat der was? Okay. Ach, das ist der Goldring. Der Tatushio-Ring ist hier hinten. Haha. So, ihr seht das hier unten. Die Rüstungsklasse ist gestiegen von 16 auf 17. Unten links. Jetzt haben wir hier noch Rüstungsarmschienen. Die sollten damit stacken auf 18 jetzt. Ja, das tun sie auch. Das ist gut, weil unser Mönch hat keine mittlere oder schwere Rüstung, kann er nicht tragen. Aber man muss darauf achten, nicht jeder Bonus stackt mit jedem. Hier ist es auch extra erwähnt im Ring. Dieser Ring gewährt dem Träger einen Bonus von plus 1 auf die Rüstungsklasse. Dies ist ein Ablenkungsbonus, der nicht mit anderen Ablenkungsboni kumuliert wird. Und auch hier bei den Rüstungsarmschienen steht nochmal bei, wie die meisten anderen Boni sind auch Rüstungsboni nicht kumulativ mit Rüstungsboni aus anderen Quellen, wie Boni durch die getragene Rüstung oder den Zauber-Magier-Rüstung. Das heißt, wenn wir jetzt den Zauber-Magier-Rüstung hätten, wird uns der Bonus nichts mehr bringen, weil die nicht stacken. Oder auch andere Rüstung würde uns eben nichts bringen. Aber weil das halt hier ein Ablenkungsboni ist, der Ring, können die beiden miteinander stacken. Der Rest hier ist, glaube ich, nur zum Verkaufen. Ja, da ist nichts bei. Hier auch nochmal ganz kurz erwähnt, wir haben jetzt hier ein paar Schriftrollen und einen Zauberstab bereits. Wenn das Talent, die Fertigkeit, Entschuldigung, magische Gegenstände hoch genug ist, dann kann man die auch benutzen. In unserem Fall, Aydin kann sie noch nicht benutzen, kann sie jemand anderes benutzen. Lindsay könnte sie benutzen. Ihr seht, die sind jetzt nicht mehr rot. Das war es aber auch im Moment. Nur Lindsay kann die benutzen. Die hat sogar noch ein paar Schriftrollen drin. Mittelschwere Runen. Okay, die kann ein bisschen heilen im Moment. Das ist ganz nice. Magisches Geschoss. Ja, brauchen wir im Moment noch nicht. Okay. Haben wir ein bisschen Rüstung für die anderen? Was hat die denn? Bastardschwert, Meisterstück. Da werden wir nichts haben, was das toppen kann gerade. Nein. Nein, die sind alle schlechter, die Waffen. Wir ziehen hier aber, wir geben ihr eine Fackel. Und ich habe vorhin gesehen, wir haben noch ein Schild. Wir geben ihr eine Fackel und ein Schild, denn manchmal kommt es vor, dass man auf Gegner trifft, die man mit normalen Waffen nicht verletzen kann. Und dann ist es ganz nice, eine Fackel ausgerüstet zu haben. Das ist auch der Grund, warum sie noch eine Fackel hat. Gleichzeitig nehmen wir ihr aber die Lampe weg und geben sie an unseren Mönch, an Aydin Garuda, denn die wird häufiger mal vorne stehen. Ist ja auch unser Hauptcharakter, mit dem wir dann sicher schon mal eher erkunden. Noch eine kleine Besonderheit. Bei der Ausrüstung. Amiri hat ein charaktergebundenes Schwert. Das kann man nicht ablegen. Das behält sie bei sich. Und wenn ich mich. Das macht schon ordentlich Schaden. Wenn ich mich recht erinnere, entwickelt sich das auch noch mit ihren Quests, aber dann nicht. Kann auch sein, dass ich mir das gerade einbilde. Das weiß ich nicht mehr. Und ebenso der Ring bei Lindsay. Auch den Ring kann man nicht ablegen. Der Ring ist an sie gebunden. Unverhindert, dass sie stirbt. Also anstatt zu sterben, würde sie wegteleportiert werden. Und das schützt einfach die Geschichte. Sie ist halt der Geschichtenerzähler, der muss uns bis zum Ende begleiten. Also darf sie nicht sterben. Die anderen Charaktere können theoretisch sterben. In höheren Schwierigkeitsgraden. So, wir wollten nach Ausrüstung gucken. Gibt es hier was Besseres? Nee. Nein, die kann noch nichts Besseres tragen. Lindsay. Nein, das möchte ich nicht tauschen. Was ist das? Nein. Und Amiri. Ja, Amiri. Amiri kann was Besseres anziehen. So. Damit wäre das erledigt. Und wir gehen mal auf die Reise.
Reisen tut man auf der Karte. Man sieht das, wenn man an Kreuzungen oder so ist, dann gibt es hier diese Pfeile und da klickt man drauf und dann reist man in die Richtung über den Weg, wo man hingeklickt hat. Man kann jederzeit die Reise auch anhalten und unterbrechen. Aha, Zufallsbegegnung. Ja. Gut, die machen wir mal eben platt. Was ich aber mal mache, ist, Lindsay hatte doch Heilrollen, ne? So. Mittelschwere Wunden, ich nehme mal hier leichte Wunden heilen. Man kann entweder, wenn man irgendwie auf jemanden casten möchte, wenn man den gerade nicht sieht und es unübersichtlich ist, dann kann man hier unten auf die Charakterporträts klicken, damit wirkt man so einen Zauber. Oder man wählt den auf der Karte eben. Klickt direkt auf den Charakter. Ich mache es meistens über die Charakterleiste. Sie zaubert. Wo ist der daneben gegangen? Ah nein, okay, hat ein bisschen gedauert. Ja gut, das war's. Ja, der möchte jetzt, dass wir uns ausruhen und rasten. Das werden wir aber nicht tun, das ist gar nicht nötig. Wir reisen weiter. Oder ist das schon nötig? Nee. Ist nicht nötig. Jetzt wird aber passieren, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn wir versuchen, die Karte zu verlassen, da motzt er rum, dass ich nicht reisen kann, weil das Gewicht zu schwer ist. Wir müssen unser Inventar ein bisschen aufräumen. Ich check mal einmal, was die kosten. 1 Pfund 1 Gold. 3 Pfund 1 Gold, also eher die wegschmeißen. Nee, die sind zu wertvoll. Aber wir brauchen schon ein bisschen Cash. 10 Pfund 1 Gold, das kann man wegschmeißen. Ablegen. 2, 3, 4, 5, 6. Hier unten wird angezeigt, unten rechts, dass wir überladen sind. Ablegen. Das müsste jetzt auf schwer switchen, genau. Jetzt können wir wieder reisen. Wir sind nur noch schwer, nicht mehr überladen. Nochmal erwähnenswert, es ist ein Gruppeninventar, kein Charakterinventar. Also die Gruppe insgesamt kann 630 Pfund tragen, ohne überlastet zu sein. Normalerweise im schweren Modus würden wir schon deutlich langsamer reisen. Wir haben es so eingestellt, dass es keine Rolle spielt. Es ist aber trotzdem abhängig von jedem einzelnen Charakter. Also jeder Charakter steuert über seinen Stärkewert und Ausrüstungsgegenstände, die es auch gibt, steuert, wie viel er tragen kann. Und das wird dann eben hintersummiert und zum Gruppeninventar. So, jetzt können wir auch losreisen. Jetzt öffnet sich nochmal ein Fenster. Er sagt uns, jo, hier liegen noch Sachen auf der Karte rum, nimm die mal mit. Können wir nicht mitnehmen, wir sind überladen, also gehen wir. Das ist aber ein ganz nices Feature, denn wenn man irgendwas übersieht oder nicht lootet, dann wird einem das hinterher gesagt. Ausgenommen sind Truhen und Kisten. Es geht halt nur um Beute durch Kämpfe, um Drops halt. Wir gehen. Ups. Auch noch erwähnenswert zu dem Loot. So wie hier bei Zufallsbegegnungen, wir können nicht wieder zu dieser Position zurückkehren. Wir kommen nicht wieder in die Karte, aus der wir jetzt rausgegangen sind. Das heißt, Gegenstände, die wir dort liegen gelassen haben, sind verloren. Bei Bereichen wie Städten oder Lokalitäten, die auf der Map gekennzeichnet sind, wo wir immer wieder zurückkehren können, da können wir auch später nochmal wieder hingehen und Gegenstände, die wir liegen lassen haben, mitnehmen, wenn wir das denn wollen. Manchmal lohnt sich das, manchmal nicht. Nur so zur generellen Info, dass ihr nicht auf einmal was liegen lasst und denkt, ihr könnt das später holen und merkt es nicht. Das ist dann nämlich ärgerlich. Es geht weiter nach Westen zu Oleg. Die Ladebildschirme, die... Alle Charaktere sind erschöpft. Ja, wir sollen rasten, das machen wir aber nicht. Wir reisen weiter, wir wollen zu Oleg. Die Ladebildschirme, die cutte ich euch immer raus, ja. Ich muss euch die nicht antun. So, betreten. Ja, da ist schon Olegs Handelsposten zu sehen. Ein Häschen, guck mal, ein Häschen. Rettet euch, ihr Narren!
Da flüchtet schon einer. Ich muss mich immer selbst ein bisschen dran erinnern, dass wir ja buddhistisch spielen wollen. Also, dass die Aydin Garuda sich ein bisschen an buddhistische Sichtweise und Ethik hält. Das wird mir wahrscheinlich oft ein bisschen schwierig fallen. Und vielleicht werde ich auch mal nicht dran denken. Ich hoffe aber, im Großen und Ganzen werde ich es hinkriegen. Guck mal, ihr seht das hier gerade. Die beiden sind schon sehr langsam. Das ist, weil wir gerade nicht gerastet haben. Die sind hier entkräftet. Und dann sind die eben nicht mehr so fit. Aber das macht jetzt nichts. Wir gehen jetzt mal hier in Olex Handelsposten rein. Tag, Leute. Im Namen des Hirschkönigs, dem rechtmäßigen Herrscher der Raublande, fordern wir die Steuern dieser Woche ein und ein bisschen Bier. Und wo ist eigentlich deine hübsche Frau, Oleg? Sie soll uns was zu essen machen. Hals, Maul, Spatzenhirn, Oleg, wir wollen nur die Steuern des Hirschkönigs eintreiben. Gib uns das Geld und schon sind wir wieder weg. Er erinnert uns gerade nochmal an die Gesinnung in Dialogen. In diesem Fall, kleines Beispiel, habe ich euch vorher schon erzählt, es war noch nicht der Fall. Wir können hier diese Dialogoption nicht einsehen und auch nicht nutzen, denn wir sind einfach nicht böse. Und dafür können wir hier das Gute nutzen. Also dementsprechend wirkt sich eben auf das Spiel aus, ob wir gut oder böse sind, ja. Oleg Lefton entgegnet dem Banditen. Wollt ihr von meinem Blut auch einen Schluck? Ihr macht mich krank. Ihr seid wie Heuschrecken. Denkt ihr, euch gehört alles hier? Nur weil ihr diese bunten Gewänder tragt? Ihr kommt hierher, presst uns aus und dann kommt ihr wie... Oleg, ein großer Mann mit zerfurchtem Gesicht, verstummt, als er dich bemerkt. Ah, ihr müsst Gäste aus Restov sein. Ich will erstmal wissen, was los ist. Was ist hier los? Ist das nicht offensichtlich? Diese Halunken rauben uns ehrliche Siedler aus. Sie sagen, sie treiben irgendeine Steuer für ihren Anführer ein, den Hirschkönig. Oleg spuckt aus. Aber ich habe keinen Hirschkönig die Treue geschworen. Ich bezahle meine Steuern an Restov. Aber Restov ist weit weg, Oleg. Ganz im Gegenteil zum Hirschkönig. Und was euch angeht, die junge, dunkelhaarige Frau funkelt dich wütend an. Verschwindet von hier, bevor es zu spät ist. Das ist unser Land, unser Eigentum. Wir haben Befehl, den Handelsposten zu beschützen. Vergeudet euren Atem nicht mit diesem Abschaum. Handelsposten. Diese verlassene Grenzfestung im Süden von Rostland wurde kürzlich mit neuem Leben erfüllt. Die Eheleute Oleg und Svetlana Lefton aus Restov haben sie als Handelsposten wieder aufgebaut. Letzterer ist nun einer der wenigen heimeligen Zufluchtsorte für Reisende in der umliegenden Wildnis. Neutral gut. Ich will kein Blut vergießen, aber ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen Mann ausraubt. Zieht eures Weges, dann lasse ich euch gehen. Die Frau schenkt ihr ein kaltes Lächeln. Also schön, wir verschwinden. Aber wie kommt ihr darauf, dass wir nicht mit Verstärkung zurückkommen? Warum sollten wir uns unseres Weges ziehen, wenn vor uns leichte Beute aus Restov steht? Wir werden euch aufschlitzen und eure Beute leeren. Hier die Kressel, die hat sich gerade getarnt. Ich weiß nicht, ob es gesehen hat und hat sich verduftet. Wir kämpfen jetzt einfach mal. Attacke. Ja, die Amiri haut mit ihrem Riesenschwert schon ganz schön rein. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Mal eben plündern, alles einsammeln. Wir sprechen gleich mit Oleg. Ich will eben den Stufenaufstieg machen. Ja, an dieser Stelle habe ich mich beim Schnitt entschieden, deswegen spreche ich jetzt gerade rein. Die Stufenaufstiege doch rauszukatten, jetzt hier nur mal so eine kleine Impression, ist gleich vorbei. Denn letztendlich hat das Ganze 20 Minuten gedauert und das wird ja immer wieder passieren und das nehme ich aus den Let's Plays raus. Aber ich werde, sobald die ein bisschen größer sind,
ein Tutorial machen, wie man die denn levelt. Ja. So viel dazu. Es geht jetzt weiter mit Oleg. Arrest is in order. Der Drachenstil ist so eine Fähigkeit, die kann man aktivieren und deaktivieren. Also man kann mehrere Stile haben. Und der dann, das ist so eine Haltung halt, wie man es vielleicht vom Tanken kennt, ja. Kann man auch wechseln. Wenn man das will, wenn man mehrere haben möchte, um für Situationen gewappnet zu sein. Das hier in Defensivkämpfen ist auch eine Haltung. Mal gucken, ob das beides zusammengeht. Jo, man kann beide Haltungen zusammen einnehmen. Das heißt, die defensive Kampftechnik wäre mit dem Kranich-Stil noch ganz gut zusammen, ja. Aber das wollten wir ja nicht. Die Aura des Lichts muss ich auch mal anmachen hier. Das macht ein bisschen Licht, dann braucht man auch die Lampe gar nicht. Oh, wow. Das ist ja viel besser als eine Lampe. Dann kriegt Valerie die Lampe zurück. Die leveln wir jetzt eh gleich auf. Lampe. Da ist die Lampe. So, dann haben wir zwei Charakter, die Licht machen können. Da, die macht Licht. Ja. Gibt auch nochmal, gibt das nun Licht? Nein. Erhöht auch nochmal die Rettungswürfe gegen Erblinden und Blendung. Also der Mönch ist schon ganz gut passiv geschützt als Garuda. Jetzt sprechen wir mal noch mit Oleg. Obwohl, wisst ihr was? Es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Wir beenden die Folge hier. Die halbe Stunde ist drüber. Beim nächsten Mal geht es dann mit Oleg weiter. Wir erkunden den Handelsposten und gehen auch rein. Bleibt artig, euer Ben.